So. Und das Gute ist ja, wenn irgendwas sein sollte, sagt der Captain Bescheid und dann kriegen wir das hin. So, machen wir jetzt mal eins. Wir fliegen mal ganz schnell nach Hause. Beziehungsweise wir fliegen mal eben hier im Vulkan ein bisschen Eisen abbauen. Wir gucken mal. Ja, hier oben. Da ist nämlich noch was, was nicht abgebaut wurde bisher, weil das keiner so wirklich wahrgenommen hat. Nachdem wir gerade bei unserer Metalleisenfarm halt kein großes Glück hatten, nehmen wir hier jetzt noch ein bisschen was mit. Dann war der Weg nicht ganz so umsonst. Ja. Da hatte Mr. Too Late. Nein, Mr. Captain. So ein tragisches Ende. Ach ja. Die Guten sterben jung, oder wie heißt das immer so schön? Hinne hier. Nein. Okay. Eine Runde Steine wegwerfen. Die brauchen wir jetzt nicht. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben die auch gerade schon weggeworfen. Und 400 Kilo Eisenerz zielen. Werfen. Und hinrennen. Aufheben. Und dann machen wir erstmal hier weiter. Und dann gucken wir mal, wie viel Eisen wir gleich zusammen haben. Eisenbeschaffung. Aber im Laufe dieses Streams waren wir schon sehr fleißig. Wir haben in der Base etwas ausgebaut. Jetzt haben wir Licht und brauchen keine Fackeln mehr. Dann haben wir eine Falle gebaut. Ich hoffe, dass das wirklich klappt. Also wird auf alle Fälle schwer werden. Ja. Dann waren wir bei der Eisenfarm. Wenn ihr da Tipps habt, warum die Dinos immer bergunter laufen und dann da weiter arbeiten wollen, wäre das cool, wenn ihr mir das mal reinschreiben würdet, weil ich weiß es nicht. So, insgesamt 800 Kilo. Da haben wir noch was. Da fliegen wir eben rüber. Beziehungsweise gehen mit dem Agi rüber. Hopp. Oh. Ja, so. Da können wir so stehen bleiben. So müssten wir überall dran kommen. Nein. Uff. Gucken mal, wenn wir jetzt da bauen, hier abbauen, da, ja, und uns dann umdrehen, kommen wir an den Agi dran. Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Dann haben wir Mr. Too Late, Mr. Captain bei den Allosaurus verloren, bei dem Fight. Ja. Und jetzt ist er, Gott weiß wo, schläft in seiner Hütte. Zu tief im Winter schlafen. Und wir buddeln hier uns jetzt ein bisschen Metall noch mit, damit wir noch ein bisschen was mit nach Hause nehmen können. So kann's gehen, Leute. So, nochmal 370. Ja, vielleicht kriegen wir so zumindest schon mal den Sattel fertig. 1200 sind 600, könnte schon reichen. Bevor wir jetzt an den Stein rangehen, gehen wir erstmal an den hier ran. Dann gucken wir mal weiter.
Ich hoffe, ich wird nicht, ihr werdet nicht seekrank bei diesem Bild, wenn das so schaukelt. Aber ich weiß halt nicht, wie man das umstellen müsste, dass er nur die Handbewegung macht und das Bild stabil bleibt. Ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert und ich habe das Erdbeben rausgekriegt, wenn ein großer Dino vorbeiläuft und, aber das kriege ich nicht raus. Kampfanimationen deaktivieren. Die Kampfanimation deaktivieren, sagt ja. Der Captain. Gucken wir sofort Warte, nach. Ich guck mal selber, wo das ist. So. Optionen. Kampfanimation. Na ja, Nahkampfkamera-Animation. Wo ist die rechte, linke Seite? Linke Seite unten. Deaktivieren Third Person Nahkampf-Animation. Okay, gucken wir mal. So. Nein, schaukelt immer noch das Bild. Kamerabewegung beim Laufen aus. Moment. Mach die ganzen. Alle da unten ausschalten. Option. Ach. Okay, ja, abgesehen davon ist alles da unten aus. Nur ich habe vergessen, anwenden. Ja, siehst du. Ja, ich bin auch noch. Ja! Ach, bitte. Ich danke. Ein Vogel steht da. Ich weiß nicht, hattest du normale Pfeile? Hattest du Narko-Pfeile mit? Ja, passt alles. Ja, ich habe dir jetzt einfach mal die Hälfte gegeben von dem, was ich hatte. Ich weiß nicht, ne, weil habe ich nicht drauf geachtet. Weil der ein irgendwas getötet hat. Ja, okay. So, nochmal 12 Metall, weil das war ja kein richtiger Metallstein hier. Alle hepp. Ja, habe ich weggeworfen, weil noch brauchen wir es nicht. Und wenn, dann gehe ich gerne auf die Jagd danach. Das lassen wir dem Captain. Jetzt gucken wir mal, was hier drüben so ist. Oh. Kommen wir da irgendwie gescheit dran? Ohne abzustürzen? Nee. Ist kein Fels zum Abbau. Naja, stimmt. Nee, alles gut, alles gut. In dem hatte ich ja kein nichts anderes mehr drin. Also, ich dachte, ich hätte in dem noch irgendwie was drin gehabt. Was meinst du? Ein Material, Kristalle oder sowas. Aber also, nee, fällt mir gerade ein. Ich habe die Sachen ja alle ins Dingsbums getan. Beim Agi habe ich nichts rausgenommen. Da habe ich nur deine Sachen reingepackt. Alles gut, passt. Ja. Mir fehlt eine Hose und Schuhe. Ja, Winterhose und Winterschuhe. Moment. Nope, habe ich nicht mit. Ja, dann sind die verschwunden. Ich habe deine Leiche komplett leer gemacht. Und ich habe nur eine Stoffhose, Stoffschuhe an. Und dabei habe ich so gar nichts. Ich sag nur, die Sachen sind verschwunden. Könnten kaputt gegangen sein. Ja, aber normal verschwinden die da nicht. Sondern gehen ja normal in dein Inventar. Und sobald du dich dann einsammelst, sammelst du die normalerweise auch direkt wieder mit ein. Die Steine wären jetzt noch schön, aber ich will mit euch nicht in Zeitlupe zurückfliegen. Ne, lass mal hier liegen. Die gehen ja nicht, die werden ja nicht schlecht. Die sind, wenn wir wiederkommen, auch noch da. Okay. Ich habe extra Steine genommen, die so auf den Felsen sind, jetzt gerade zum Abbauen, damit ich die für dich nicht wegnehme. Ich weiß ja nicht, ob du mit dem
an Kylo da am Arbeiten bist. Deswegen. Wo bist du denn gerade? Auf dem Weg zu meiner Base. Achso, okay. Voll. Ja. Also, welcher Frühblatt hat Kristall drin? 6000, nicht 600. Ach Gott, dann habe ich mich ja verrechnet. Naja. Ihr seht, ich muss noch einige Male hin und her fliegen. Also, ne, ist jetzt nicht so, dass ich Unmengen kriege. Also, klar, aus einem Stein kriege ich mehr raus. Hatte ich euch ja vorhin erklärt. Für YouTube in einer der letzten Folge. Ne, aber das Zeug wiegt halt immer noch das gleiche. Das heißt, ich baue jetzt einen Stein ab statt 10 und muss erstmal wieder zurückfliegen. Ja, sonst wäre hier die ganze Insel schon gerodet teilweise, bei dem was an Holz drauf geht für den einen oder anderen Bau. Oh ja. Die unendliche Mauer des Schreibens. Und nach das spawnen ihr die wilden, bösartigen Viecher innerhalb der Mauer. Da lache ich mich kaputt. Dito. Die Götter haben dein Flehen betreffend des Ausbildungsgrades erhört. Aber super. Also kriegen die Dinos jetzt auch mehr Level beim Farmen. Nicht nur die. Das ist super. Aber es gibt immer noch mehr, wenn du es mit Tieren machst, als wenn du es mit der Hand machst. Okay. Das haben die Götter von vornherein gesagt. Oh, ich glaube, ich habe dein gekochtes Fleisch mitgenommen. Yep, merke ich gerade auch. Nicht schlimm, in der Hütte oben müsste noch Fleisch sein. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie kurz ein Tier töten gehen. Ich habe dir sogar ein bisschen Holz und Stroh in deinen Schmelzofen gelegt. Wünscht man nur, ich glaube, 7 Holz oder was? Oder 2 Holz, aber trotzdem ein bisschen was an Stroh noch. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, weil ich bin mit 80 Fleisch losgeflogen und habe auf einmal 180 gehabt. Ja, hast du auf jeden Fall mein Fleisch mit eingesammelt. Ja. Auf sieht ja ein Vogel. Nein, ich stürz ab. Naja. Und Eisenvogel. Ja, seht ihr das schöne türkise Schwert? Haha, wir fliegen hier direkt vor einem Raptor. Nein. Nein, ich bin satt. Over. Sie sagen Raptoren, Action over. Ja, hat sich schon erledigt. Es war nur ein Raptor, in den ich reingeflogen bin mit Level 32. Der hat einmal kurz an mein Schwert gelutscht und das war ein schon zu viel. Nicht so schwer. 1064 Schaden. Das ist halt eine Hausnummer, die nicht jedem schmeckt. Ja. So. Ganz schade, dass die anderen beiden nicht auch noch hier dazugekommen sind. Ja, aber naja. Nee, was wichtig ist zu besprechen. Ja. Oh, ein Rex. Level 104 weiblich. Puh.
bin in super Zeitlupe abgehoben, weil ich overweight bin mit dem Vogel. Ne? Aber bin den beiden Wechsen entkommen. Der eine 36, der andere 104. Ich habe ein paar Rauros heute gefangen mit Level 114. Ja, so langsam kommen die 100er Level zum Vorschein. Finde ich gut. So. Vielleicht halbieren wir mal eben. Die eine Hälfte schmeißen wir weg, die andere behalten wir und dann können wir wieder etwas billiger fliegen hier. Also nur Leute, damit wir klar sehen, ne? Das ist der schnelle Flug, das wäre der langsame. So. Während wir hier jetzt so rüberfliegen, gucken wir direkt nochmal, ob hier schon wieder Biberdämme sind oder nicht. Rechts klopft sich ein Raptor mit jede Menge kleinen Dinos. Ich glaube, der Raptor hat verloren, ja. Stein? Nee, da steht ein Schaf unter Wasser. Okay, es läuft unter Wasser. Da ist ein Biberdamm. Seht ihr ihn? Da gehen wir gleich hin. Und da ist auch einer. Cool. Zwei Biberdämme auf alle Fälle wieder da. Dann gehen wir jetzt erst nach Hause, die Sachen ablegen und dann fliegen wir wieder zurück. Dann bitte, dass der Drop gerade erst runterkommt. Wir haben ja keinen Platz mehr im Moment. Nein, er ist noch unten. Na komm, gib ihn mir. Ich will wissen, wie viel Leben er noch hat. Ja. Und direkt am Ding stehen. Okay, das schaffen wir eh nicht. Sorry. Direkt an der Anglerhütte ist ein lila Drop runtergekommen. Direkt daneben. Okay. Ja. Weiß nicht, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, weil der hatte gerade schon nur noch 10 Lebenspunkte. Wahrscheinlich, wenn ich da bin, löst er sich gerade auf. Ja, da löst er sich auf und jetzt wäre ich da. Was kann noch mal passieren? Ja. Ich habe für unsere Sabertooth einen 300% Sattel. Dass wenn wir in die Höhlen gehen, dass wir gut geschützt sind. Tja, ja. Wenn das Captains Frau hineinkommt, sagen wir ganz klar, Harr, Grüße. Wir wollen ja nicht 1000 Jahre unter Deck schuften müssen. Oh, das ist ein Tapinjara. Level 108. Tapinjara weiblich, direkt bei mir über der Base. Alleine kriege ich das aber nicht gefangen. Seht ihr da den Todesstrahl? Da bin ich vorhin. Also im Stream, vorhin. Auf YouTube in einer der letzten Folgen. Von hier oben runtergesprungen, um den Skin zu holen. Nur für euch, um zu gucken. Und danach haben wir ja die Lampen aufgestellt. So, du verhalten. Passiv und nicht mehr folgen. Mach mal hier die Küche wieder zu. Ah, wie sieht's aus? Jugendlich, Jugendlich, Jugendlich. So muss das sein. Weil ab jetzt futtern die ja, ab 10% futtern die ja aus dem Napf. Der ist sogar schon fast bei 30%. Gleich nehmen wir raus.
Spiel sind bei 13%, 14% fast. Ja, ich würde sagen, das passt. Ja. Oh, und unser Favorite in die Höhle hat schon wieder mindestens ein Level ab. Hopp. So, das geht da rein. Ich sehe schon, komm, nachher macht dein Favorite, schmeißt du die ganze Show alleine. Oh, mal gucken. Der ist ja jetzt erst 152. Hat 613 Kilo Gewicht, aber nur 300 Leben. Ne, also. Ja, ich muss mich da auch. Ich muss da auch aufpassen. Captain. Jo. Für die Dame wünsche ich natürlich auch einen angenehmen Abend. Ja, sie sagte auch gerade schon einen schönen Gruß zurück. Jo. Ist angekommen. So. Dann packen wir das Ganze mal hier rein. Und dann sage ich dir mal, was ich für den Sattel, für den Sabertooth-Sattel brauche. Nur, dass du da die Info schon mal hast. So. Anschmeißen machen wir jetzt nicht. Machen wir, wenn da mehr drin ist. Also, für den Sabertooth-Sattel brauchen wir 20.000 Fasern habe ich da für den Kopf zu machen. 30.000 Leder habe ich auch für zwei Sättel da. Auch kein Thema. 11.000 Metallbarren. 3.000 liegen am Vulkan, kannst abholen. Du, du hast da eine Werkbank, ne? Da ist eine Werkbank, ja. Ja, dann bringe ich den Bauplan, wenn ich den gebaut habe, mit nach oben. Leichter als die 11.000 Metallbarren. Und den ganzen anderen Schrott schleppen? Die 20.000 Fasern, warte. Die sind 200 Kilo. Und was habe ich noch gesagt? Leder 30.000. Die wiegen 300 Kilo. Also die bringe ich dir dann locker mit drauf. Da ist der Belzebufo-Sattel. Den können wir gleich mal ausrüsten, Leute. Und der Belzebufo, den habe ich, den ich dir gebracht habe? 350% fast. In deine Werkbank habe ich einen reingelegt. Ja. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, dass da einer drin ist. Ja, und das ist der, den ich letztens gefunden habe und vergessen habe, dir zu geben. Ja, dachte ich mir in dem Moment. So, das kommt hier rüber, das kommt hier rüber in die Werkbank. Der Rest kommt Schredder oder woanders hin. Nein. Wir haben auch nur 300 Metallbarren. Okay. Macht den Kohl auch nicht mehr fett. Rüber, rüber. Also, falls du mal einen Manta-Sattel benötigst. Ich hab selber einen im Schrank liegen zu Hause. Ich wollte gerade sagen, also so viele Baupläne, wie ich da finde, kannst du auslosen, wenn du willst. Sag mal, hast du den Wunderkerzen-Skin für deine Fackel? Ja, hab ich. Du kannst den einfärben. Ich mag den nur nicht. Du kannst den einfärben. Ja, cool. Ja, sieht cool aus. Ich habe den in Türkis eingefärbt. Mach ja eh hier alles in Türkis. Und ja, ich hatte auch erst überlegt, mein gesamtes Baumhaus zu streichen, aber die Idee habe ich schon wieder verworfen. Ja, weil du an einige Wände nicht rankommst, richtig? Ach, das wäre das kleinste Übel. Aber nee. Wenn, dann würde ich eher Richtung Grün gehen. So richtig schönes, dunkles Grün. Damit man das hier im Wald noch weniger findet. Ich habe kein Fleisch. Oh. Vogel, komm her. Hätte ja auch jetzt Fleisch mitbringen können. Ich habe Fleisch im Inventar, fällt mir gerade auf. Okay. Meine jede Menge. So.
Dann genau das Ei noch hier raus, die Baupläne bzw. das Rezept noch wegräumen. Bauschrank, da haben wir Rezepte drin. Zack. Und ein Zettel. Oh! Einen Platz haben wir noch. So. Dann einmal ein befruchtetes Ei. Kommt hier rein. Hier ist eins der Quetzalbabys gestorben. Oh nein. Ja, ist nicht schlimm passiert. Aber ich hatte die ja so weit, dass sie jugendlich waren. Und dachte dann, ich kann die heute rausholen, hinstellen und dann erwachsen werden lassen. Und habe nicht drauf geguckt. Die sind nämlich wieder zu Babys geworden. Entweder durch den Server-Neustart, nachdem ich ja den nachdem die Götter ja wieder den Schwierigkeitsgrad erhöht haben. Aber meine Yuchi-Babys haben auch überlebt. Die sind jugendlich geworden. Ja, aber meine waren ja in der Kryo-Kapsel drin und ich habe die ja nur rausgeholt und dachte, ach ja, halb so wild. Ne, weil die waren ja schon jugendlich. Ich finde den Fehler. Mhm. Ich habe ja hier noch einen Saber-Tooth. Level 89. Naja, heben wir uns mal auf, wer weiß, wofür es gut sein wird. Ne, aber das ging dann halt etwas nach hinten los. Da. Aber ja, was soll ich sagen? Passiert. Ja. Ja. Da hört es. Ja. So, ja, Marcel, bin ich heute Morgen mit meinem Vogel von meinem Schiff zurück zur Base geflogen und habe unterwegs wieder zwei riesen Thunfische gesehen. Okay. Auf dem Hinweg ließen sie mich in Ruhe, aber auf dem Rückweg. Da wollten sie mal bei dir probieren. Ja, nee, ich habe das Schiff da stehen lassen, bin ja mit dem Vogel geflogen. Aber wenn ich nachher wieder zurück will mit dem Schiff, das wird lustig. Ja, das glaube ich. Blind. So, Kryokapsel. Da sind so Ölfarmen wieder hinten. Die Kürze und irgendwo. Ja. Moment. Bevor wir jetzt losziehen, gucken wir mal eben eins nach. Weil mir geht das unten etwas auf den Keks. Und zwar brauche ich ganz dringend einige Beete. Okay, dafür brauche ich nur Stein. Okay, das geht ja dann noch. Kulturen. Eigentlich wäre mir das ganz lieb, weil wenn ich da mit nur 2000 Metallbarren kostet die Metallplattform, aber 1400 Zement. Kann man schon. So, aber es gibt noch irgendwie die Möglichkeit, das habe ich ja hier gesehen, so eine Art Brücke zu bauen. Moment. Erstmal wieder hier oben die richtigen Endergramme anmachen. Wo ist die Holzplattform? Die haben wir ja gelernt. Dum, 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 da. So, da ist Holzplattform. Gucken wir mal weiter. Weil irgendwie muss man ja die Plattformen miteinander verbinden können, ohne dass man ständig so einen Stempel unten hinstellt. Welche Plattformen? Die Baumplattformen. Da kannst du immer nur eine an einen Baum machen. Ja, ja, aber wenn ich jetzt zwei Bäume nebeneinander habe. Hier, ja. Metalllaufsteg. Ein schmaler Laufsteg aus Metall, um Bereiche miteinander zu verbinden. So, und da müsste ich doch auch einen Holzlaufsteg haben. Moment, ist der Pflicht, den zu können? Holzlaufsteg, ja. Und den Holzlaufsteg könnte ich doch wetten, den kann ich. So. Weil dann könnte ich überlegen, wenn ich die habe,
dass ich die dann mit dem Laufsteg verbinde. So. Decke. Lampe. Wo ist er denn? Ach da, Laufsteg. Sieht aus wie ein Fenster. Ja. Ja, also ich kann ihn schon. Und dann müssen wir es mal ausprobieren. So. Nur ich will da keine Holzplattform hinsetzen, wenn ich dann Metall bzw. dieses Glas Gewächshaus ringsrum mache. Ja, das ist ja doch ordentlich Gewicht, was da drauf lastet. Und deswegen will ich da schon eine stabile Struktur drunter haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Hallo? Gut. So. Das habe ich jetzt. Hab. Also, gekochtes Fleisch hast du? Ja, ein bisschen was, ja. Ein bisschen was oder brauchst du noch was? Ja, 100 noch was Stück. Hast du? Ja. Oder brauchst du? Hab ich. Okay. So. Dann, Kryokapsel. Weil hier hinten kriege ich den anders gerade nicht raus. Ist leichter. Komm her, meine Heavy Matty Dame. 150 Major Bären hast du noch. Die nehme ich dir auch mit für später. So. Einmal bitte einsteigen in den Pokémon-Ball. Hat er ein böse Wort gesagt? Sagt Nintendo Bescheid. Nintendo ist ja momentan am Prüfen, ob Palworld zu viel Ähnlichkeit mit Pokémon hat.